Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SG Dynamo Dresden. Wie immer präsentiert die Pressekonferenz von Radio Fernseh Hammidinger. Ich darf recht herzlich begrüßen die beiden Trainer, zu meiner linken Matthias Mauksch und zu meiner rechten natürlich wie immer unseren Markus Weinzettel. Ja, die Hemiserie beim SSV Jahn geht leider weiter. Herzlichen Glückwunsch zunächst an unseren Gast. Und ja, wir haben ein kampfbetontes Spiel gesehen mit einem Sieger, den Dresdnern. Und ich darf jetzt Herrn Mauksch bitten, sein Statement zum heutigen Spiel. Ja, Glückwunsch auch erstmal an Jahn Regensburg für die kämpferische Leistung. Ich freue mich vor allen Dingen auch für mein Team, dass es dort, ich sag mal, vom Spielerischen her, auf so einen Bedingungen her, der schlechte Platz, versucht haben, noch Fußball zu spielen. Über weite Strecken sah das gut aus. Im Endeffekt, ich sag mal, müssen wir uns natürlich noch bei unserem Torhüter bedanken, dass es dann nochmal gewissermaßen eng geworden wäre, wenn er nicht dort so bravourös zweimal zur Stelle gewesen wäre. Und ich habe es ja in der PK schon in Dresden gesagt, ich freue mich, dass wir die Seuchenvögel endlich mal in Dresden gelassen haben und wir endlich mal Punkte wieder mitgenommen haben, seit langer Zeit. Deswegen Dankeschön an das Team, an das Funktionsteam und alle, die für Dynamo Dresden die Daumen gedrückt haben. Danke. Ja, vielen Dank, Herrn Mauksch. Markus, ein wenig enttäuscht von deiner Mannschaft? Ja, wir stehen mal wieder mit leeren Händen da, aber ich kann rein von der Einstellung her und vom Kämpferischen meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Wir haben die ersten 45 Minuten relativ gut gestanden, wenig Torchancen von Dynamo Dresden zugelassen. Natürlich haben sie einige Standardsituationen gehabt, es war mir dann auch zu viel. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen, dass wir das besser machen müssen, weniger Standardsituationen provozieren und so entsteht dann auch der Gegentreffer. Es ist wieder Ecke, wo wir leichtfertig da den Eckball provozieren und dann oder produzieren. Und dann spielen die kurz und spielen in den 16er rein und dann machen wir einen völlig unnötigen Elfmeter. Und es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass man mit so einem Foul dann einen Elfmeter bekommt und dann 1-0 in Rückstand gerät. Und dann ist es schwer für meine Mannschaft. Wir haben das Toreschießen nicht erfunden. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile. Und wir sind dann angerannt, beziehungsweise haben es versucht, haben zum Schluss 2-3 hundertprozentige Möglichkeiten gehabt und der Torwart hält einfach super und das Glück war dann auch nicht auf unserer Seite, sondern auf der Seite von Dynamo Dresden bzw. vom Torwart, der das sehr, sehr gut gemacht hat und den einen Ball, wie er den sicher hält von Hegenbart, weiß ich nicht, der Nachschuss, der muss einfach drin sein oder der kann noch drankommen, aber dann muss er über die Linie gehen, aber er hat ihn und das ist vielleicht die letzte Konsequenz, die uns abgeht, beziehungsweise wenn man kein Tor nicht erzielen kann, dann ist es schwer zu gewinnen und auch schwer zu punkten. Heute wäre es möglich gewesen, in der Schlussphase das 1-1 zu erzielen. Haben wir nicht gemacht. Von daher sind wir natürlich enttäuscht, aber es gilt jetzt, die Jungs aufzurichten, weil am Dienstag geht es wieder weiter und in den nächsten Spielen wird es wichtig und zukunftsweisend für uns. Danke. Danke, Markus Weinzettel. Dann kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter. Markus, von der Einstellung her und vom Kämpferischen her ist also wirklich nichts zu kritisieren. Vom Spieltechnischen schon her, der Gegner war diesmal spieltechnisch eine Klasse stärker. Ihr habt halt unglaubliche Fehlpassquote gehabt. War das Nervosität oder? Nein, das stimmt. Wir haben zu viele Fehler gemacht, aber das ist nicht nur heute so, sondern wir tun uns schwer, das Spiel zu machen, beziehungsweise haben wir viel zu viele einfache Fehler im Spielaufbau und ja, das ist ein Ding, wo wir dran arbeiten, aber wo bei diesen Bedingungen auch sehr, sehr schwer ist, es zu verbessern oder zu ändern. Der Platz ist schlecht, wir können es nicht ändern. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir zielorientiert spielen, dass wir erfolgreich spielen. Und dazu müssen wir die Fehlerquote abstellen, da hast du vollkommen recht. Ja. Du hast auf der Tobi 6 hast du Überraschung präsentiert, daheim war nicht dabei, dafür der Gambo. Hat das einen Verletzungsgrund? Ja, von daher war es keine Überraschung. Der Oliver Hein hätte gespielt, er war verletzt. Er hat sich gestern im Abschlusstraining beim Zweikampf verletzt und konnte heute nicht laufen bzw. nicht auftreten. Von daher ist er verletzungsbedingt ausgefallen und Bashiro Gambo hat ihn ersetzt. Matthias, der Dani Schein ist erst am Dienstag wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wann hast du dich entschieden und warum ihn heute zu bringen von Anfang an? Ja, ich hatte mich schon am Freitag festgelegt und hatte dort auch das persönliche Gespräch mit Dani schon geführt.
Und Matze hat ja heute gesehen, was er für Qualitäten hat. Er ist bei weitem noch nicht bei 100%, aber man sieht, meistens was er macht, hat Hand und Fuß und krönt natürlich seine gute Leistung, indem er dort die Verantwortung übernommen hat und den Elfmeter natürlich für uns verwandelt hat, und das war heute ausreichend. Weitere Fragen? Matthias, ihr habt sehr gut und zielstrebig angefangen, auch spielerisch, hast du schon erwähnt. Dann kam so Mitte der ersten Halbzeit so eine Phase, wo ihr ein bisschen euch einen Klein-Klein zu sehr verloren habt. Hast du das auch angesprochen? Ist das das, wo du sagst, genau da müssen wir ansetzen? Oder ist das einfach hier unter den Umständen dann auch eine logische Konsequenz gewesen? Ist normalerweise mein bevorzugtes System, dass man versucht, mit wenig Ballkontakten übers Mittelfeld in den Angriff zu spielen. Das war heute sehr, sehr, sehr schwer für alle Akteure. Trainer hat es ja auch von der Heimmannschaft gesagt, die Bedingungen waren alles andere als gut, aber wir haben zumindest versucht, dort noch Fußball zu spielen. Im Endeffekt muss man natürlich die Gegebenheiten mit einfließen lassen, und dort erwarte ich mir vielleicht auch ein, zwei Aktionen, die vielleicht ein bisschen zielstrebiger und vielleicht nicht so klein-klein enden wie im Mittelfeld, aber das gehört auch mit dazu. Man soll den Leuten ruhig das Selbstvertrauen geben, man braucht nicht immer alles zu kritisieren, was konstruktiv nach vorne geschehen soll. Weil ansonsten erlebt man dann vielleicht einen Fußball, wo keiner mehr die Verantwortung übernimmt. Danke. Noch eine Frage hinterher. Alex Eswein hat heute die fünfte gelbe Karte gesehen. Ist das vielleicht sogar gar nicht so schlecht, in Anführungszeichen, wenn man bedenkt, dass er jetzt ein Heimspiel hat, wo man ihn vielleicht eher ersetzen kann als beim wichtigen Auswärtsspiel? Das ist alles Theorie. Und deswegen ist das nicht so angenehm, gerade für eine Mannschaft wie Dynamo Dresden, wenn Alex Eswein nicht mitspielt. Aber da haben wieder andere die Chance, oder einer die Chance, dort sich zu beweisen, dass er zu Unrecht vielleicht draußen sitzt. Und da denke ich auch, dass jeder gewillt ist, dort in die Breche zu springen und vielleicht auch die entscheidenden Torvorlagen zu produzieren. Christian Fjell hat heute Geburtstag. Die Mannschaft hat den Regensburg-Bann gebrochen. Ja, wie wird er den Sieg feiern? Ja, ich weiß nicht, es sind ja auch ein paar Offizielle mit dabei, ob sie sich da was einfallen lassen. Bin ich immer guten Mutes. Gibt es ja viele Einstände. Wir haben einen neuen sportlichen Leiter, der hier im Hintergrund steht. Muss vielleicht auch einen gewissen Einstand geben. Dann haben wir Christian Fjell. Also viel können wir gar nicht trinken, weil wir uns schon wieder zielgerichtet auf das nächste Heimspiel vorbereiten müssen. Bei hoffentlich vielen Zuschauern. Und dann hoffentlich, ich sag mal, auch wieder genauso erfolgreich dann wieder in der Runde sitzen dürfen. Aber das bedarf nicht von Reden, sondern von Taten. Und deswegen sind wir angetreten, die Woche ordentlich konstruktiv dort auf das Samstagspiel hinzuarbeiten. Danke. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch die Endergebnisse des heutigen Spieltags. Gestern die Partien Bremen 2 gegen Babelsberg 1:0. Die kleinen Bayern verlieren gegen Sandhausen mit 0:1. Heute die Spiele Unterhaching VfB Stuttgart 2 0:1. Rot-Weiß Erfurt besiegt Braunschweig mit 3:1. Rostock und Kickers Offenbach trennen sich unentschieden 0:0. TuS Koblenz unterliegt Wacker Burghausen mit 0:4. Wiesbaden Saarbrücken, unseren übernächsten Gegner, Wiesbaden gewinnt mit 2:1. Rot-Weiß Aalen schlägt Heidenheim mit 3:1 und der VfR Aalen besiegt Carl Zeiss Jena mit 2:1. Ja, bei uns geht es ja nächsten Dienstag bereits wieder weiter gegen Babelsberg. Ich hoffe, dass wieder viele Zuschauer heute nicht zu sehr enttäuscht sind und wieder ins Stadion kommen. Unseren Gästen aus Dresden wünscht man eine gute Heimreise. Viel Erfolg natürlich für die restliche Runde. Ihr seid ja in Distanz zum dritten Tabellenplatz. Dazu wünscht man euch alles Gute. Dir, lieber Markus, ein glückliches Händchen für Dienstag, dass endlich diese Heimiserie mal zu Ende geht. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich und wünsche noch einen schönen Samstagnachmittag.